Leute, das ist so krank. So vor 80 Jahren mussten hier Kriegsgefangene schuften. Und danach wurden hier so Leute ausgebildet für Born to Kill. Und jetzt einfach Flohmarkt. Sogar mit Dönerbude. Ab geht's. Ja, Leute, der Flohmarkt, der war richtig geil. Aber bevor ich euch die Ausbeute zeige, müssen wir erstmal herausfinden, wie schmeckt ein Döner vom Flohmarkt um 8 Uhr morgens. Ja, erstmal hier das Unboxing. Ja, das ist der Döner. Ganz schön viel Kraut. 6,50 hat das Ding gekostet. Nur Weißkraut und Zwiebeln, nur eine Soße. Katastrophe, aber ich mache das hier für die Wissenschaft. Dönerkartell, so das Kontrollergebnis funktioniert immer gleich. Der erste Bissen, der war schon mal Katastrophe. Schmeckt nur nach diesem Weißkraut. Jetzt in der Mitte wird es ein bisschen besser, aber immer noch nicht das Wahre. Ja, Leute, letzter Bissen. Zu wenig Fleisch, nur eine Soße. Als Salat gab es nur Weißkraut und Zwiebel. War nicht komplett zum Kotzen, deswegen 2 von 5 Sternen. Als erstes haben wir ein Spiel für die Xbox 360. Ich habe ja nicht viel Xbox-Spiele. Heute kommt was dazu, nämlich habe ich mir für 2 Euro Saints Row 2 gekauft. Und ja, ich weiß noch, ich hatte früher auf der Schule einen Typen, der hat immer erzählt, dass die Saints Row-Spiele viel, viel besser sind als GTA. Damit hat er uns immer genervt. Was ist eure Meinung dazu? Ich meine, ich habe nie wirklich diese Spiele gespielt. Und vielleicht hat er die ganzen Jahre recht gehabt. Und ich habe völlig grundlos zu ihm gesagt, dass er sein Maul halten soll. Dann ein Spiel für den 3DS, nämlich Miitopia. Ja, sie wollte 5 Euro haben, ich meinte 3 Euro, dann meinte sie 4 Euro. Dann habe ich gesagt, ist okay. Ich bin ein richtiger Geschäftsmann. Vor ein paar Jahren, oder war das letztes Jahr, keine Ahnung, haben sich auf jeden Fall richtig viele Miitopia für die Switch geholt. Und ich dachte, hä? Jeder findet das Spiel geil. Also das heißt, die haben es alle auf den 3DS damals gespielt. Dann habe ich mir das damals auch auf den 3DS bestellt. Wollte es spielen. Ja, und dann habe ich es jemandem zum Geburtstag geschenkt, der das haben wollte. Und jetzt habe ich es wieder. Geil. Dann habe ich für die PS3 2 Spiele bekommen. Habe ich 10 Euro bezahlt, also 5 pro Spiel. Und 2 Spiele, die ich schon ewig spielen wollte, schon ewig nachholen wollte. Einmal Ni No Kuni. Ja, Ghibli-Macher waren am Start. Und ich wollte es mir immer auf dem Flohmarkt holen, es ist ja nicht so teuer, das Spiel. Aber jetzt habe ich es endlich bei der 20. Flohmarkt-Folge für einen 5er bekommen und bin glücklich. Und das ist das nächste Spiel, was ich auch spielen werde. Das zweite Spiel, was er mir verkauft hat, ist South Park Stab der Wahrheit für einen 5er. Ja, damals war ein riesengroßer Hype, weiß ich noch, bei dem Spiel. Ich habe es aber irgendwie nie gespielt. Und dann weiß ich, es gibt eine Uncut-Fassung und Nicht-Cut-Fassung. Ich dachte, scheiß drauf, du nimmst es jetzt mit, du zockst es mal am Wochenende. Ja, ich habe es jetzt mitgenommen, bin glücklich und jetzt kommen wir zum Highlight dieses Flohmarkts. Eine PSP mit 6 Spielen für 30 Euro und ja, der Zustand dieser Konsole ist perfekt. Das CD-Fach geht ganz normal auf und klemmt nicht. Der Joystick, der ist komplett sauber und noch gar nicht ausgeleiert oder so. Dann ist da noch eine Speicherkarte drin mit 1 GB und die Spiele, Leute, die Spiele, die sind richtig krass, die zeige ich euch jetzt. Als erstes haben wir Formel 1 2006, Leute. Und da steht, dass es eine Empfehlung von Niki Lauda ist. Und wenn Niki Lauda sagt, das ist ein gutes Spiel, den kann man, glaube ich, echt vertrauen, wenn es um Gaming geht. Deswegen, das Spiel wird auf jeden Fall gezockt. Dann ein Spiel, was ich schon immer spielen wollte, nämlich Pro Evolution Soccer 2006. Ultra krass, dass ich dieses Spiel jetzt auch mal habe. Ja, dann haben wir NBA 2012, ja Leute, das Spiel muss ja so scheiße sein, ich kann euch nicht mal einblenden, für was das bei eBay verkauft wird. Dann glaube ich das beste Spiel, nämlich Tony Hawk Project 8, ja, das Spiel würde ich wirklich mal spielen, vielleicht ist es cool, ich denke mal nicht, aber vielleicht ist es doch cool. Und dann haben wir
Tony Hawk Project 8, aber in einer anderen Hülle. Irgendwas, was war das für ein Spiel? Der sich das Spiel zweimal geholt hat und ein Spiel auf Empfehlung von Niki Lauda. Als letztes habe ich dann Freak Out. Ja, es ist ein Snowboard-Spiel. Für mich gibt es nur ein relevantes Snowboard-Spiel. Egal, 30 Euro. Ich weiß nicht, was eine PSP wert ist, aber ich denke, in dem Zustand mit der Packung zwischen 50 und 800 Euro. Also 30 Euro mit dem ganzen Kram. Warum nicht? Geil. Ja, Leute, das war's mit dem Flohmarkt vom Hammersteinpark. War damals eine Kaserne. Heute habe ich Kinderspiele gekauft. Und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ultra den geilen Sonntag. Haut rein, ihr seid die Geilsten.